So, jetzt zeige ich euch die Servicefunktion Batteriewechsel. Die müsst ihr durchführen, wenn ihr eine Starterbatterie erneuert, um halt dem Batteriemanagement mitzuteilen, dass ihr eine neue Batterie verbaut habt mit voller Ladekapazität. Danach kann auch das Start-Stop-System wieder ordnungsgemäß arbeiten. Und ja, wir zeigen euch jetzt erstmal die Batterie im Motorraum und wo der Batteriestromsensor sitzt. Und im nächsten Schritt zeigen wir euch dann die Servicefunktion. So, hier sitzt jetzt unsere Starterbatterie. Da sitzen wir einmal den Pluspol, sehen wir einmal den Minuspol. Und wenn wir die Batterie laden möchten, müssen wir hier am Pluspol das Ladegerät anschließen. Und die Minusleitung müssen wir hier anschließen. Wenn wir die direkt an den Minuspol anschließen, so die Batterie laden, überbrücken wir diesen Batteriestromsensor. Und das Start-Stop bzw. das Batteriemanagementsystem erkennt nicht, dass die Batterie geladen wird und weiß halt auch nicht, nachher nicht mehr, in welchem Ladezustand sich diese Batterie befindet. Das heißt, das Start-Stop-System wird danach wahrscheinlich nicht mehr ordnungsgemäß arbeiten können. So, wenn wir jetzt die Batterie laden möchten, müssen wir wie gesagt mit der Plusklemme direkt an den Pluspol gehen. Und mit der Minusklemme gehen wir jetzt nicht an den Minuspol der Batterie, dann überbrücken wir nämlich den Stromsensor, sondern gehen hier hinten an den Minuspunkt und damit erkennt der Stromsensor auch, dass die Batterie geladen wird. Um die Servicefunktion auszuführen, müssen wir dem Diagnosegerät einige Parameter der Batterie mitteilen. Das heißt, was genau ist das für eine Batterie? Hierbei handelt es sich um eine EFB Plus mit 700 Ampere EN und mit 70 Ampere Stunden. Und das müssen wir dem Batteriemanagementsystem natürlich mitteilen, was genau für eine Batterie wir hier verbauen, damit das Batteriemanagementsystem die Batterie auch optimal und leistungsgerecht laden kann. Um die Servicefunktion auszuführen, müssen wir natürlich erstmal wieder das Bluetooth-VCI mit dem Fahrzeug verbinden und die Zündung einschalten. Dann tippen wir auf dem Startbildschirm auf Service zurücksetzen bzw. auf die Servicefunktion und tippen hier auf den Batteriewechsel. Dann verbindet sich auch schon wieder das CRP Mod 3 mit dem Bluetooth-VCI und das Steuergerät wird ausgelesen bzw. das richtige Steuergerät wird erkannt. Hier müssen wir jetzt noch den Hersteller auswählen. Da handelt es sich hierbei wieder um den Seat. Genau, jetzt hat er auch schon die Fahrgestellnummer erkannt und wählt halt dadurch auch das richtige Steuergerät aus. Tippen wir hier auf OK. Tippen auf Lesen der DTCs, das wird immer als erstes durchgeführt, sonst können wir die Servicefunktion nicht ausführen. Genau, und jetzt sehen wir alle aktuellen Parameter der Batterie und können hier die neuen Parameter eingeben. Das heißt, wir konfigurieren eine neue, wählen einen neuen Batteriehersteller aus, dass wir hier eine, muss ich nochmal gerade nachschauen, eine Warta. Das heißt, wir tippen auf Warta. Batteriekapazität waren 70 Amperestunden, geben noch kurz die Seriennummer ein. So, dann müssen wir jetzt noch die Batterietechnologie auswählen. Da tippen wir einmal auf die EFB Plus. Und jetzt haben wir auch schon alle Parameter eingegeben. Und mit Verlassen werden die Parameter im Steuergerät hinterlegt. Und damit haben wir auch schon die neue Batterie an das Batteriemanagementsystem angelernt. Das heißt, wir haben wieder eine Batterie mit voller Leistung verbaut, haben das dem Steuergerät mitgeteilt und das Batteriemanagementsystem kann die Batterie ordnungsgemäß laden und das Start-Stop-System wird dann auch einwandfrei funktionieren.